Herr de Jong, wie geht das jetzt weiter? Seit 3 Jahren versuchen Sie, ein neues Brett auf den Markt zu bringen. Wie ist der Stand der Dinge? Wir sind fast bereit, um unser neues Brett mit neuen Bedingungen auf den Markt zu bringen. Unsere Planung jetzt ist Anfang April, dass wir mit einer neuen Nachricht kommen für den Markt. Wir haben ein bisschen Verzögerung gehabt, wegen 2 Gründen. Die erste Gründe ist, dass wir festgestellt haben, dass unserem Design eine preisgünstige Lösung möglich wäre. So, das ist eins. Das haben wir weiter untersucht und wir sind zu dem Bestätigung gekommen, dass tatsächlich das der Fall ist. Das ist eins. Und zweitens ist, das ist vielleicht für den Markt auch ein attraktives Idee. Wir haben auch ein neues Produktidee so entwürfen in der Laufzeit von der Entwicklung von dem neuen Brett. Und die Impact unserer Meinung nach von diesem neuen Produktidee wird wirklich substanziell sein im Verhalten zum Brett. Wir haben uns entschlossen für ein metallisches Brett, das ist nicht neu. Das wollte ich nochmal gerne bestätigen, dass es auch ein metallisches Brett bleibt. Und unsere neue Produktidee wird zu einem gewissen Teil ein Ersatz sein für den metallischen Brett. Ich kann leider an diesem Moment noch nicht weiter Ihnen darüber informieren, weil es mussten sich einige Sachen sichergestellt werden. Aber Anfang April, so irgendwo Frühling, sind wir in der Lage, um dieses zu den Markt zu bringen. Wir haben geplant eine Captains-Gruppe-Meeting Anfang April. Die Einladungen werden eine dieser Tages geschickt zu den Teilnehmern. Und wir sind da in der Meinung, dass wir zusammen mit der neuen Idee wirklich eine gute Proposition für den Markt haben.